Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Ja, mich gibt es auch noch. Ich war jetzt mal wieder eine Woche im Urlaub. Davor hatte ich auch noch andere Dinge zu tun. Aber ihr seht, auch von mir gibt es hier natürlich weiter Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ja, wir haben schon mittlerweile fast schon Mitte Oktober. Ja, wir starten in eine neue Wetterwoche hinein. Und es ist manchmal so, vor allem ja der Oktober und der November, der hat dann doch häufiger eher etwas unspektakuläres Wetter zu bieten. Es kommt zwar eine Wetterumstellung jetzt am Montag in der neuen Woche zu uns rein. Mehr Tiefdruckgebiete kommen. Es wird häufiger auch mal nass werden. Im Grunde ist das alles recht klassisches Wetter für die Jahreszeit. Wir schauen uns mal an, wie sich die Wetterlage entwickeln wird und sehen, dass sich dann doch am Montag mehr Tiefdruckeinfluss zu uns durchsetzen wird. Die Hochdruckbrücke vom Wochenende schwächt sich ab. Der Hochschwerpunkt zieht mehr so Richtung Irland, britische Inseln und der Weg wird frei für Tiefdruckeinfluss und kühlere Luftmassen, die uns eben von Nordwesten, von der Nordsee her erreichen. Die sind eben auch feucht und deswegen kommt es dann in der neuen Woche auch häufiger mal zu Schauern. Das ist übrigens hier die Wetterlage für den Dienstag und nicht für den Montag, wie ich gerade erwähnt hatte. Wir schauen uns mal die Aussichten an am Montag und am Dienstag. Wir sehen, dass am Montag der Tiefausläufer weiter vorankommt, wird den Süden noch weitgehend verschont. Das heißt so vor allem in Bayern und Baden-Württemberg auch noch eher trocken bis in den Abend. Hier und da auch nochmal sonnige Abschnitte nach etwas Nebel oder Hochnebel. Ansonsten machen sich aber doch ein paar Regenschauer breit. Trockene Abschnitte wird es aber auch in der Mitte und im Norden geben. Es ist eher so das Schauerwetter, dass es eben dazwischen auch mal häufiger trocken ist. Ihr seht, die Temperaturen liegen da meistens so zwischen 12 und maximal 15 Grad noch im Westen und Südwesten. Ja, und dann, wie sieht es aus am Dienstag? Da macht sich der Tiefdruckeinfluss bis nach Süden breit. Die Schneefallgrenze, die wird auch sinken. An den Alpen so etwa um die 1400 Meter, heißt oberhalb davon, da gibt es einen ersten Wintereinbruch im Erzgebirge. Da kann es sogar durchaus eben mal bis auf um die 1000 Meter Flocken geben. Hier kommt eben noch etwas kühlere Luft von Norden rein. Ansonsten ist es das unbeständige Wetter. Viele Wolken haben wir. Immer mal wieder Regen oder Schauer. Vor allem im Norden können auch mal kurze Gewitter dabei sein. Und die Temperaturen erreichen dann meist keine 15 Grad mehr. Maximal noch so Richtung Breisgau können wir die 15 nochmal reißen. Ansonsten liegen wir eben doch deutlich drunter. Häufig eher so zwischen 10 und 13 Grad. Wie sieht es weiter aus? Im Verlauf der Woche, ja, da schauen wir uns zunächst mal an, wie sich dann im weiteren Verlauf die Wetterlage bis Freitag entwickeln soll. Da gibt es nämlich zwischen den beiden großen Wettermodellen ECMWF und dem US-Modell GFS noch ein paar Unterschiede. Wir sehen, das ECMWF-Wettermodell hat den Hochschwerpunkt weiterhin eher so Richtung britische Inseln liegen und dann würden wir weiterhin eher etwas, wie man so schön sagt, zyklonaler geprägt sein vom Wetter. Heißt mehr Tiefdruckeinfluss durch dieses Tief hier Richtung Nordosteuropa und Russland und weiterhin eher im Zustrom kühler Luftmassen aus Norden bis Nordwesten. Das würde eben eher unbeständiger sein, zeitweise vor allem im Norden auch sehr windig. Das US-Wettermodell, das hat doch eher eine Hochdruckbrücke, die sich allmählich über Deutschland aufbauen würde. Die eingeflossene Kaltluft würde mehr zur Ruhe kommen. Am ehesten wäre Norddeutschland noch näher an der Tiefdruckzone über Nordeuropa mit auch zeitweise nassem Wetter. Also da ist so ein bisschen auch der Knackpunkt Richtung zweite Wochenhälfte, Donnerstag, Freitag. Ob wir eher mehr unter Hochdruckeinfluss kommen mit doch recht kalten Nächten oder ob wir eher noch ein bisschen Tiefdruckeinfluss bekommen mit auch einigen Regenschauern. Wir schauen uns trotzdem mal an, den Mittwoch bis Freitag. Ich habe mal was zusammengebastelt hier. Ihr seht, es wird eher ein klassisches Wetter auch für die Jahreszeit geben. Unter Tiefdruckeinfluss recht viele Wolken, eher wenig Sonnenschein, immer mal wieder Schauer. Vor allem dann am Mittwoch, da schneit es dann an den Alpen teilweise bis auf um die 1000 Meter auch. Es deutet sich eben so ein bisschen an, dass tendenziell die Niederschlagsneigung wieder zurückgehen wird, so Richtung Donnerstag, Freitag, mit natürlich noch ein paar Fragezeichen, ob der Freitag nicht doch häufiger noch Schauer bietet. Im Großen und Ganzen seht ihr aber, die Temperaturen verharren dann auf diesem Niveau meistens nur noch so zwischen 10 und 13 Grad tagsüber. In der Nacht, vor allem wenn der Himmel mal aufklart, da wird es dann eben doch deutlich frischer werden. Wir können sogar vor allem im Süden, sollte hier im Verlauf der Woche dann in der Kaltluft der Himmel auch mal klar sein, durchaus auch mal leichten Frost oder Werte um 0 Grad kriegen. Alles ganz normal für die Jahreszeit jetzt. Das ist im Grunde nichts Spektakuläres. Da muss man auch keine große Schlagzeile rausmachen. Ja, schauen wir mal so Richtung Wochenende. Ist natürlich jetzt Glaskugeltrend für das nächste Wochenende dann. Es deutet sich so ein bisschen an, dass der Hochschwerpunkt sich eher so ein bisschen von Deutschland her Richtung
Südosteuropa und Osteuropa zurückzieht und auch nach vielen Wettermodellen so allmählich der Atlantik so ein bisschen aufleben wird mit mehr Tiefdruckeinfluss. Und dann ist wiederum die Frage, so hält der Hochdruckblock dann noch so ein bisschen, dass wir eher im Bereich recht kühler Luftmassen unter Hochdruck liegen? Oder kommen allmählich die Atlantiktiefs näher und schaufeln dann im Verlauf auch deutlich mildere Luftmassen aus Südwesten heran? Das ist so ein bisschen die Frage. Und wenn wir uns dazu mal den Trend für Hamburg anschauen, dann sehen wir zunächst mal das klassische Wetter, Temperaturen tagsüber meistens nur noch so etwas über 10 Grad. In den Nächten gibt es eine große Bandbreite. Das ist auch recht typisch für die Jahreszeit jetzt, denn das ist eben der Unterschied in den verschiedenen Berechnungen hier, der diese große blaue Bandbreite nachts verursacht, ob der Himmel klar ist, also es aufklaren wird, oder eben, ob es nachts bewölkt ist. Und das gibt eben diese große Bandbreite. Bei klarem Himmel wird es richtig kalt werden. Bei bewölktem Himmel, da kühlt es eben gar nicht so stark ab. Das sind eben noch die Fragezeichen. Ja, und ihr seht, zum Ende hin, gibt es wirklich dann diesen milden Vorstoß? Ihr seht, eine 20 ganz hier an Tag 10 hier drin für Hamburg. Das ist natürlich noch offen. Aber ich hatte es ja gesagt, einige Wettermodelle deuten es so ein bisschen an, dass eventuell dann eben ab dem Wochenende oder in der übernächsten Woche uns ein Schub milder Luftmassen aus Südwesten erreicht. Aber natürlich ist das Ganze noch fraglich. Ich wollte noch einschieben, hatte ich eigentlich vergessen, wollte ich euch eben noch einschieben, die Niederschlagsmengen hier mal bis einschließlich kommenden Sonntag, also jetzt für die nächsten 7 Tage in etwa. Ihr seht, allzu viel wird nicht zusammenkommen. Es wird zwar fast überall mal nass werden, meistens aber nur so zwischen 5 und 10 mm, je nach Schauern. Am meisten kommt zusammen Richtung Nordseeküste, teilweise auch an der Ostsee, im Bereich der Mittelgebirge und an den Alpen. Da können es eben auch mal 20 bis 30 mm Niederschlag sein, an den Alpen auch mehr. Ja, und eben in den höheren Lagen der Alpen 1000, 1500 Meter und drüber, da kommt das Ganze als Schnee zusammen, also dort eben der erste Wintereinbruch. Ich wünsche euch damit erstmal noch einen schönen Sonntag, macht's gut, bis nächste Woche und ciao.